Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, ich habe einfach mal Bock, hier wieder was aufzunehmen. Hier steht schon ein bisschen Equipment rum. Wir haben hier unseren kleinen Mähdrescher. Wir können einfach mal kurz durchswitchen, was wir hier alles haben. Wir haben den Valtra T-Series. Den haben wir immer noch. Das hier ist die Livestream-Map. Es sieht natürlich ein bisschen dreckig aus. Dann haben wir hier unseren Case IH Axial Flow mit dem neuen 230. Der ist neu, brandneu. Den habe ich jetzt eben erst gekauft für dieses Riesenfeld. Ja, dieses Riesenfeld geht nämlich bis hierher. Wenn ihr da mal guckt, das ist ziemlich groß und dafür brauche ich eigentlich ziemlich lang. Deshalb, jo, habe ich mir den neuen Mähdrescher gekauft. Und den starten wir jetzt auch mal. Muss gerade mal gucken. Schneidwerk aufklappen. Jawohl. Achso, nein. Schneidwerk senken. Dann müssen wir hier Strohablage ausschalten. Ausschalten? Anschalten. Anschalten. Strohablage brauchen wir. Und dann machen wir hier mal einen Helfer ran. Und dann geht's los. Die ersten paar Meter von unserem... Oh ja, und er bringt es hinten raus. Das Stroh brauchen wir nämlich. Das werden wir auch verwerten. Und da hinten startet er. Man sieht ihn noch nicht wirklich. Aber, ja. Hier. Wir fahren jetzt mal mit unserem Valtra und dem Ladewagen hoch, damit wir gleich hinten dran aufsammeln können, was der Drescher da rauslässt. So können wir nämlich gut miteinander Hand in Hand arbeiten. Wie gesagt, das Feld hier habe ich neu angelegt, ja, das geht über drei Felder eigentlich. Wir können hier gerade mal gucken, die 6, die 12 und die 16 und die 21 soll auch irgendwann noch dazukommen. Das wird man irgendwann einfügen. Nein, was macht denn der jetzt? Hä? Warum hört er jetzt einfach auf? Was macht denn der für einen Scheiß? Och Menno. Warum fährt er da nicht durch? Na. So, V, B und los geht's. Ich nehme nämlich hier immer das Stroh mit, weil wir damit einfach noch ein bisschen zusätzlich Geld verdienen können. Aber was ich nicht verstehe, ist, weshalb der hier abbricht und der da nur ein halbes Feld aberntet. Ah, jetzt, toll. Jetzt fährt er durch, oder wie? Hä? Ach, vielleicht ist der da außen hängen geblieben. An dem Pfosten. Das könnte ich mir vorstellen. Bestimmt ist der da hängen geblieben. Ja, sonst hätte der ja nicht abgebrochen. Das Feld besteht schon so lange. Das Feld besteht schon so lange, das hat mich sehr gewundert, dass der da abgebrochen ist. Wahrscheinlich ist er wirklich hier außen an dem Strommasten hängen geblieben und hat dann abgebrochen. Jo, jo. So, wir fahren unserem Mähdrescher hinterher.
Der müsste 1, 2, 3, 4, 5 Mal müsste der noch hoch und runter fahren. Also mit unserem kleinen Drescher ging das auch, aber es war schon sehr anstrengend. Und ich musste alle Felder zack, zack, wie 80% voll. What the fuck? Der hat doch noch gar nichts gemacht. Der Drescher ist so 80% voll? Macht der einen Spaß? Nein, der ist wirklich fast voll. Verdammte Axt, Alter. Damit habe ich nicht gerechnet. Voller Korntank. Alter! Nicht wahr? Ja, Kacke, der steht jetzt mitten im Feld. Der hat noch nichts gemacht und hat einen vollen Korntank. Ist ja brutal. Komme ich da überhaupt mit den Anhängerchen so weit? Das sind jetzt 11.000, was der drin hat. So, wir fahren jetzt mal hoch. Ja, ist ja übel. So, wir müssen jetzt halt durch das Getreide fahren. Ne, da würde auch ein großer Anhänger drunter passen. Also da passt auch der Joskin drunter. Muss man schon mal so sehen. Ja, die Getreideernte. Na, Weizen sogar. So. So, okay. Tja, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht hier. Also, die zwei Anhängerchen sind ja schon fast voll. Und hier haben wir auch noch. Oh mein Gott. Und der hier ist auch gleich voll. So, wir müssen einfach durch das Feld durchfahren. Das tut mir wirklich leid. So. Aber ja. Geht voran. Der Waldra hier ist im Moment unser größter Trecker. Ja, der gefällt mir auch am besten. So, ich bin wirklich ein bisschen perplex, wie schnell der der Drescher voll war. So, laden wir mal das Zeug hier aus. Sehen über 50.000 gewesen. Der ist schon wieder fast voll. Ist doch nicht wahr? Na, ja, 4.000 einfach nur durch Abfall, Stroh. Deshalb nehme ich das einfach mit. Warte mal, wir fahren mal hier raus. Und ich glaube, ich muss hier auch schon anfangen zu ernten.
Sonst komme ich am Ende nicht rum. Oder? Nein, das müsste reichen. Wir kümmern jetzt erstmal uns um das Megafeld. Fast volle Kontank. Alter, ich glaube, ich spinne. Da kriege ich ja so viel Zeug raus, das ist ja nicht mehr feierlich. Überleg mal, das wäre auf Getreidestufe, also auf Reifestufe 3. Ja, voller Kontank. Ich glaube, es hackt. Ich brauche noch ein paar von den Transportern hier. Ich habe mir vorhin schon was angeschaut, ja. Und zwar lass mich kurz überlegen. Die Auflieger, genau, die Auflieger, Kipperauflieger. Da brauchen wir allerdings einen LKW, das heißt, wir brauchen mindestens 250.000 Öcken. Ja. Und wenn wir die haben, dann können wir uns einen LKW holen. Da passt dann auch 60.000 knapp rein, ich glaube 59.000 passt da rein. So, den hier mache ich jetzt gleich mal leer. Weil wenn ich den nicht leer mache, haben wir in 5 Minuten schon wieder ein Problem. Also, dass das hier so abgeht. Ja, okay, der hat eine dreifache Breite, der Drescher, aber ist ja gigantisch. Ist schon ein kleines Highlight hier. Auch heute wünsche ich euch natürlich frohe Weihnachten zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, ihr habt alle schön gefeiert. Seid reichlich beschenkt worden. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht den Joskin nehmen soll. Oh, Glück gehabt. Komm, zieh, zieh, zieh. So, kippen wir mal alles hier rein. Aber ich glaube, das Feld wird unser Silo voll machen. Da wird man keine Chance haben. Jawohl. So, warte, die haben knapp 25.000, glaube ich. Wie viel gehen in den hier rein? Das sieht man nicht. Aber wir können im Shop nachgucken. Der hier ist es, oder? Ja. 31. Da gehen 21 rein und den da haben wir noch. Ja, da geht mehr rein. Dann nehmen wir mal den hier mit. Dann brauche ich eigentlich aber den großen Traktor. Boah, ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt hinterherkomme. Ich vermute nämlich fast nicht. Das wird anstrengend. Der ist Action pur hier. Also die Weizenernte voll in Fahrt.
Den hier will ich haben. Hat einen fast vollen Korntank. Also jetzt komm, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Geh da nicht noch mehr rein. Das ist wirklich brutal. Ich habe ja schon großes Equipment gekauft. Voller Korntank. Alter, ich glaube, ich spinne. Das ist das dritte Mal. Der hat hier jetzt knapp innerhalb von 16 Minuten, von 15 Minuten, hat er hier 30.000 Getreide rausgeholt. Mein Silo ist gar nicht so groß. Ich hoffe mal, dass der Joskin-Trailer da jetzt drunter passt. Ah ja, locker. So. Gucken wir mal, ob der auch sauber arbeitet hier. Ah ja, klar. Ja, das ist schon ein ordentlicher Hammer. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da so viel Zeug rauskommt. Ja, andere Seite auch noch. Ja, natürlich. So, der Mähdrescher, der flasht mich immer noch. Und wir machen jetzt wirklich nur ein Feld, aber das ist ein gigantisches Feld, ja. Und wir haben 30.000 jetzt schon rausgekriegt. Mehr auf knapp 40. Ich hab ja schon 30 weggefahren. Also 25 auf jeden Fall. Dass die Produktivität so arg steigt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und auch hier sieht es ziemlich gut aus. Gleich schon wieder voll hier. Das ist immer mein Zubrot. So, und den stellen wir jetzt mal kurz auf die andere Seite, weil der Drescher wird gleich hier nochmal hochfahren. Gerade mal gucken nach den anderen Feldern. Oh, das ist schon die... Ist es die dritte? Ne, das ist die zweite. Wenn wir hier vergleichen, zweite Reifestufe. Ja, und einen neuen Trecker müssen wir uns eigentlich... Nee, also was wirklich wichtig ist, ist wirklich ein LKW. Auch für die Holzproduktion. Ja. Ich habe da nämlich ein neues Prinzip rausgefunden. Richtig geil. Und es ging ab. Tick, 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 tick. Ich habe, glaube ich... Warte mal, wir können reingucken. Raps 1300. Ich muss immer auf meine Liste gucken. Raps 1300. 1500 ist gut. Sonnenblumen 1500. Dann gibt es 1700. Und hier, oh, Soja, ja. 1700. Das wäre jetzt auf dem Höchstpreis. Haben wir aber nicht mehr. Hier 800 Weizen. Wir müssen den Weizen wegfahren. Oh, Mann. Wo muss denn der Weizen hin?
Wir gehen jetzt vor, laden gleich die Anhänger voll und dann fahren wir ab zum Dings da. Oh, scheiße. Wir kommen nicht rum mit der Zeit. Du fängst mal an, hier zu arbeiten. Ja, voller Korntank. Ey, Mann! Ich komme wirklich nicht rum. Das gibt's nicht. Ich habe zu lange gewartet. Also ich muss echt sagen, ich habe lange gewartet, bis dieses Feld hier auf Stufe 2 war. Und das war wahrscheinlich der Fehler. Ich muss das Getreide jetzt loswerden. Damit wir auch den maximalen Gewinn dabei rausziehen. Na dann, müssen wir Gas geben. Und es bringt eigentlich auch nichts. Oh, wo ist denn der Getreidespeicher? Nee, Quatsch. Dorfgetreidespeicher. Und der ist bestimmt so weit weg. Ah nee, der ist gar nicht so weit weg. Na, das ist toll. Haben wir wenigstens eine Erleichterung. Ja, ich weiß, ich blockiere dich jetzt gleich. So, da fahren wir mal ganz hoch, stellen den einfach hin. Auf welcher Seite ist denn das Rohr? Auf der hier. Perfekt. Dann stellen wir den so hin, dass der gleich ausladen kann, wenn der fertig ist. Es ist brutal. Also an diesen Erfolg von diesem Mähdrescher hätte ich gar nicht gedacht. Der ist zu krass. Übelst. So, ich hoffe mal, dass das passt. Und jetzt kommt gleich noch der andere Drescher und sagt, hey, ich bin voll. Nein, was ist da los? So, also den hier abhängen. Und dann haben wir da Getreide drauf. Weizen, jawohl.
Wir starten. So. Ab zum Dorfgetreidespeicher. Wo ist der? Da oben, ja, müssen wir so fahren. Ich komme hier nicht rum. Der ist zum Glück erst halb voll. Dann könnten wir es vielleicht doch alles schaffen. Aber es ist schon übelst eng. Und wie, ich bin ja dauernd am Hin- und Herfahren. Oh, mir fällt mir gerade was ein. Stopp, halt! Wir verplempern hier Ressourcen, das gibt's ja nicht. Ja, jetzt stimmt's. Oh, jetzt darf der am Berg anfahren. No, und das passt nicht. Schade. So, vielleicht komme ich jetzt mal zum Dorfgetreidespeicher. Auf jeden Fall, ich werde das jetzt zu Ende fahren hier. Okay. Nein. Kommen wir da noch hoch? Jawohl, Waldra schafft alles. So. Gut. Da hat schon mal gepasst. Moment, erst müssen wir den hier wegstellen. Aha, was der hier für Technik drin hat, ist ja interessant. Ja, ich vermute wirklich, der ist da hängen geblieben. Weil anders kann ich mir es nicht erklären, dass der einfach so aufgehört hat. Alter, das wird jetzt so brutal, die nächsten paar Minuten. Nein! Ey, das ist nicht wahr. Wie viel? Wie viel? Alter, das ist ja... 900! Ich würde mal sagen, wir drehen mal hier geschickt um. Aber wir haben keinen Platz. Okay, warte. Wir machen Folgendes. Wir nehmen das hier. Auswählen. Dann nehmen wir mal den hier. Den wollte ich mal ausprobieren. Ja, Standard.
Anhängerkupplung eigentlich egal. Kaufen? Nein. Mieten. Ja. Okay. Und dann noch Kipper, den Krampe. 60.000 passt da rein. Auch Mieten. Jawohl. Okay. Alter, was ein Glück. Was ein Glück, dass wir gerade Weizen produzieren. Und jetzt auch noch der Weizenpreis so in die Höhe schnellt. Das muss ich mir gleich mal aufschreiben hier. Ja, wir fahren ja hier jetzt mit Autopilot. Also alles gut. Weizen 919. Das ist brutal. Fast voller Kontank. Ey, du willst mich doch verarschen, willst du mich doch? Du hast doch noch gar nichts gefahren. Ich komme hier nicht durch. Ich komme einfach nicht durch. So, hier. Oh, gleich die erste Macke reingefahren. So, wir nehmen jetzt dieses Gespann. Aus dem einfachen Grund, das ist viel schneller, ja? Der kann 80 fahren. Der kann 80 fahren, da kannst du richtig, richtig Stoff geben. Da bist du viel schneller von A bei B. Starten. Rein damit. Da wird gar nichts drin sein, ja? Oh, der hat auch bald einen vollen. Ich werde so an meine Grenzen kommen jetzt. Und sorry, Leute, für die mega lange Folge. Aber ich werde alle Weizenfelder hier abernten, die mir gehören. Ich muss gerade mal gucken. Okay, Level 2. Und dann schauen wir uns einfach an, wie viel Kohle wir gemacht haben. Apropos Kohle. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wie viel wir für Holz verdient haben. Guckt mal hier an. 100, 300, 400.000 haben wir nur mit Holz gemacht. Ist er das? Ja. Ach so, der sackt fast voll und dann dauert es noch bis da hinten. Der hat mich voll verarscht. Aber eigentlich könnte man gleich den hier nehmen. Wir können auch mal gucken, ob wir unter den drunter kommen. Aber ich glaube nicht. Gucken wir mal, warte. Komm, spring drüber. Spring! Oh, sorry. Ja. Warum kann der nicht abladen? Jetzt! Doch, das geht! Ja, okay, bisschen gecheatet, aber ist ja egal. Eigentlich hat er nicht drunter gepasst. Ich bin auch gespannt, was der Helfer hier jetzt gleich machen wird. Ob der einfach so weiterfahren kann. Wie lange brauchen der?
Ja, dann macht er einfach weiter. Ist ja prima. So. Alter, krass. Das ist wirklich Glück. Sowas hatte ich noch nie, dass ich genau zu dem Zeitpunkt, wo der eigentlich fertig ist, genau dieses Produkt abernte. Ich werde hier zwei Teile draus machen aus dem Video, weil sonst wird es einfach zu heftig. So. Hauen wir hier noch voll rein und dann gucken wir mal. Passt da eigentlich noch was hinten dran? Nee, das passt leider nicht. Da wäre ich euch mal ganz dankbar, wenn ihr mir reinschreibt, welche Mod ich brauche, damit ich diese Trailer aneinander koppeln kann, ja? Dass ich mehrere Trailer gleichzeitig bewegen kann. Also irgendein Dolly-Mod muss das sein. Und dann ist es schon krass. Also ich weiß gar nicht, wie viel Weizen wir da jetzt schon rausgeballert haben. Ich habe keine Ahnung. Das gucken wir später in der Statistik, wenn ich alles verkauft habe. Den hier. Wo fahren wir den hin? Ich glaube, den mache ich nur. Ja, den lade ich. Den lade ich zu Hause aus. Ja, warte mal, da geht's lang. Das ist zu brutal. Allein hier habe ich ja schon wieder 30.000 drauf und 26.000 habe ich schon abgeleistet und wie viel sind da drin? Da sind nochmal 30 drin. Also 60, 70.000. 70.000 Weizen von einem Feld. Was sagen wir 50? Weil ein bisschen was hatte ich ja schon im Silo. Es ist trotzdem einfach nur brutal. Ah, da passt er drauf. Dann nehmen wir das doch gleich mal mit. Habe ich jetzt gar nicht gewusst, dass das reicht. Haben wir wieder was gelernt. Und hier ist noch ein Feld und da hinten ist noch ein Feld. Wir haben noch so viele Felder. Wir haben noch zwei komplette Weizenfelder, die nicht abgeerntet sind. Wir müssen unser Silo vergrößern, glaube ich. Wir müssen da mehr Platz schaffen.